Hallo meine lieben Märchenfreunde, schön, dass ihr wieder bei mir hereinschaut. Heute zum 22. Mai habe ich eine kurze Geschichte aus Japan für euch. Zuvor ein Schluck Tee und dann geht es gleich los. Der Glühwurm. In einem großen Sumpf stand einmal eine Lotuspflanze und in ihrer Blüte saß ein unscheinbarer kleiner Wurm. Es war die Tochter der Feuerfliege, aber niemand beachtete sie und sie verbrachte einsam ihre Tage. Sie machte sich nichts daraus, denn, dachte sie, wenn ich jetzt auch allein in meinem Blütenkelche liege, wenn ich groß bin, werde ich nicht mehr einsam sein. Und siehe, eines Abends strahlte ihr Körper in wunderbarem Lichte, so dass alle ringsum erstaunten und die Mondsichel am Himmel zog sich vor lauter Neid hinter einer Wolke zurück. Als die anderen Insekten das seltsame Licht sahen, das plötzlich aus der Lotusblume erstrahlte, kamen sie zu Tausenden und bewunderten den Glühwurm. Der graue Nachtfalter umflatterte den Kelch der Lotusblume. Große und kleine Käfer schwirrten unaufhörlich in der Luft. Zahllose buntfarbige Tiere begannen ihr zu Ehren zu summen und zu seinem duftenden Blumenbett. Er lag ganz still und unbeweglich und tat, als merkte er von dem ganzen Geschwirr um ihn herum nichts. Abend kamen die Insekten wieder und umschwärmten den Glühwurm. Da wurde dieser ärgerlich, trat aus seinem Bett heraus und rief: »Mir gefällt keiner von euch, lasst mich in Ruhe. Ich nehme nur den zum Manne, der mir ein Licht bringt, so wie ich selbst eins habe.« Zuerst waren all die Insekten erschrocken, dann aber flogen sie rasch von dannen, um Licht zu holen. Sie stürzten sich tapfer und ohne sich zu besinnen in jede Lampe, jede Kerze. Aber kein einziger Strahl davon blieb in ihren Flügeln hängen, sondern sie mussten alle kläglich zugrunde gehen und für ihr Wagnis büßen. Der Glühwurm lag nun wieder allein in seiner Lotusblume. Und vielleicht wäre er auch noch lange allein geblieben, wenn nicht plötzlich ein Leuchtkäfer des Weges gekommen wäre. Und dieser glänzte genauso hell wie der Glühwurm. Als sie einander erblickten, waren sie so beglückt, dass sie sogleich beschlossen zu heiraten. Die armen Insekten aber, welche der Glühwurm fortgeschickt hatte, drängen noch heutigen Tages vergebens zum Licht. Sie verbrennen sich dabei die Flügel und Füße über den ganzen Leib und müssen traurig sterben. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber.